Royal Baby, diese Ärzte halfen Herzogin Kate bei Geburt. Sie ist erst seit wenigen Stunden dreifach Mama, doch trotzdem befindet sich Herzogin Kate, 36, schon wieder zu Hause im Kensington Palace, um sich zu erholen. Dass sie so schnell wie möglich nach der Entbindung fit war und gemeinsam mit Ehemann Prinz William, 35, ihren jüngsten Spross bereits der Öffentlichkeit vorstellen konnte, ist wohl auch der Verdienst ihres Top-Ärzteteams. In seiner Presseerklärung stellte der Palast die Mediziner alle detailliert vor. Vier Ärzte sorgten vor, während und nach der Entbindung für das Wohl der und ihres zweiten Sohnes. Guthorpe Beeston ist Gynäkologe des royalen Haushalts und half Kate bereits durch die ersten beiden Geburten von Prinz George, 4, und Prinzessin Carlotte, 2. Auch der persönliche Frauenarzt der Queen, 92, höchstpersönlich, Alan Fartin, stand der 36-Jährigen zur Seite. Der renommierte Kinderarzt Dr. Sunit Godam bekümmerte sich um das Wohl des neugeborenen Prinzen und der Hausarzt der Königin, Professor Huthumas, sorgte sich wiederum um die frisch gebackene Mutter. Zudem sollen neben mehreren Hebammen mehr als 20 weitere Mediziner für einen Notfall auf Abruf bereitgestanden haben. Sir Marcus Settel, der 2013 die Geburt vonleitete, ist mittlerweile in Rente und war somit nicht im Einsatz.